Ja. Ein kleines Vögelchen zwitscherte mir ins Ohr, dass ihr euch in der ganzen Stadt nach Glatir umhört. Unser hiesiger Exzentriker. Ich möchte gerne wissen, warum. Nun, das ist sehr simpel. Das geht euch gar nichts an. Ich weiß gar nicht, ob das man das sagen darf. Das ist meine Aufgabe. Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Hauptmann Dion von der Wache des Grafen. Zu euren Diensten. Nun, ihr wolltet mir gerade erzählen, warum ihr euch so für Glatir interessiert. Hauptmann Dion, hast du zufällig eine Tochter, die auf den Namen Celine hört und häufiger untergehende Schiffe besingt? Kann das sein? Glatir bat mich, ihm aufzuhelfen. Darf ich das sagen? Ich will nur mehr über ihn wissen. Schön, dann ebenso. Lasst mich euch einen freundlichen Ratschlag geben. Glatir ist verrückt, vielleicht harmlos verrückt, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch Lasst nicht. Euch nicht auf ihn ein. Wenn er euch bittet, etwas Seltsames zu tun, dann kommt erst zu mir, verstanden? Oder zu den Stadtwachen. Lasst uns das in die Hand nehmen. Nein, nein, er hat mich nicht darum gebeten, etwas Seltsames zu tun. Ich soll nur random Bürger verfolgen und gucken, ob sie ihn verfolgen. Er mag es nicht, wenn Leute beobachtet werden, deshalb sollte ich die... Oh mein Gott. Oh. Hinter diesen Toren findet eine der besten Quests statt, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Wunderschön. Aber da sind wir noch lange nicht, meine Freunde. Noch lange nicht. Ich kann aber schon mal spoilern und sagen, wir sind auf dem besten Weg dazu. Nun, ja, Sexius Haus. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich laufe mal wieder sinnlos in der Gegend umher. Die Wahrheit ist, ich suche Sextius Haus, weil irgendwo muss der ja wohnen. Bestimmt in einer unterirdischen Schokoladenfabrik. Da dreht er seine Pornos, von denen wir schon gesprochen hatten. Mit Schokolade. So ein Halunke. Wie schön, euch zu sehen. Finde ich nicht. So ein Halunke. Dem müssen wir das Handwerk legen. Wo ist denn jetzt untere Brücke und Westtor? Das. Nee, Ost. Na, für scheiß Osten. Ich werde dieses Haus nie finden. Ich habe keine Ahnung, wo ich nach. Ich soll auf jeden Fall schon mal nach Osten, das ist sicher. Und die Brücke, davon wurde auch gesprochen. Deshalb würde ich sagen, er ist hier in der Nähe dieser Brücke. Da muss der Kerl wohnen. Ach so, und ich komme gar nicht da hoch. Ja. Oh, kommt schon, Leute, was soll's. Kleiner Cheater, ne? Nee, das wäre jetzt ja einfach nur nerviger Umweg gewesen. Ich war eben doch richtig. Das ist ja, wo ich eben herkam. Was ist denn los hier? Hallo, Wachmann. Oh, hallo. Ja, bin auch super gelaunt. Hier wird übrigens das, der Wein geschmiedet. Totius, wo bist du? Bist du etwa tot? Zius? Totius! Ach du Scheiße, ja klar. Totius! Er holt die Leichen vom Friedhof und er zieht diese Leichen dann in seine unterirdische Schokoladenfabrik, um dort mit diesen Leichen... Es ist ja schrecklich. Das ist ja nicht zu fassen. Da ist doch das Haus. Direkt Gipfelnebelhof. STFU, Alter. Atome werden gespeichert. Und hier sollte er... hier sollte er gleich rauskommen. Da ist er nämlich gerade noch in seinem Haus. Und wir werden mal vollkommen ungesehen hier reinspazieren. Er hat mich immer noch nicht gesehen. Wundert mich ehrlich. Schauen wir uns mal kurz hier um, denn ich war... Ach du Scheiße, er hat Löffel. Ja. Damit wird er vermutlich versuchen, Glatir abzustechen. Mit einem Löffel. Damit es umso größeres Leiden hervorruft. Und dann wirft er ihn hier... in dieses Feuer... Die Schokoladenfabrik.
Das war damit gemeint. Er redet gar nicht von echter Schokolade, er redet nur von der Farbe, nachdem die Leichen verbrannt sind. Er macht Schok... und er verkauft diese Leichen, nachdem er seine widerlichen Filme gedreht hat, dann als Schokolade an kleine Kinder. Ach du Scheiße. So ein Perverser. Wir ernten mit Erfolg Knoblauch. Ich dachte, ich hätte das mit der meiner Hand geerntet. So, holen wir mal Mais. Ein Zinnlöffel. Das ist doch bestimmt kein echter Zinn. So, Totius, du musst aber hier eigentlich irgendwo sein. Ich hole mir mal den Stahlhelm. Graufox Mythos? Hole ich mir mal ins Inventar, will ich aber jetzt gerade gar nicht lesen. Kann es sein, dass er wirklich seine Tür offen gelassen hat, obwohl er gar nicht zu Hause ist? Achso, da bist du ja. Verdächtig, wie du einfach nur da rumstehst. Ein Pinsel und eine Spitzhacke. Hallo. Hallo. Okay, wir sagen Glatir mal Bescheid, dass Totius einfach nur in seinem Haus steht. Was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass er Leichen schändet. Das reicht für einen Anfangsverdacht. Meine kriminalistische Erfahrung sagt mir, dass jeder, der in seinem Haus herumsteht, vermutlich eine perverse unterirdische Schokoladenfabrik besitzt. Das ist ziemlich logisch, finde ich persönlich. Und alle anderen sind verrückt. Jeder, der das Gegenteil behauptet, ist verrückt oder krank. In beiden Fällen solltest du in die Verrücktenhaus. Hallo. Glatir, ich habe geheime Informationen. Erzählt mir, was ihr über Tutius Sextius in Erfahrung gebracht habt. Nun, Glatir, das habe ich meinen Zuschauern schon erzählt. Und jetzt stell euch vor, ich erzähle ihm dasselbe. Und was hast du dazu zu sagen? Also hatte ich die ganze Zeit recht. Ja! Ihr leistet ausgezeichnete Arbeit, mein Freund. Ich weiß, ich bin verdammt gut, jetzt gib mir Geld. Hier, bitte, vertraut mir, das habt ihr euch verdient. Ich hätte da allerdings noch eine Person, die ihr für mich untersuchen sollt. Eine letzte Person, also, wer ist es? Kennt ihr David Cyrillier? Nö. Ja, vom berühmten Weingut der Cyrilliers. Nö. Säule der Gemeinschaft und so weiter. Säule von Oscar. Wer würde ihn jemals verdächtigen? Eine perfekte Tarnung für den Anführer der ganzen Verschwörung. Er beobachtet mein Haus ununterbrochen. Ihr werdet schon sehen. Er geht jeden Morgen aus dem Haus, beobachtet ihn und erstattet mir Bericht um Mitternacht wie immer. Sorgt dafür, dass er euch nicht bemerkt. Okay, das Schöne ist bei David Sorel, den haben wir ja schon vor den Stadttoren getroffen und ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, den überhaupt zu beobachten. Aber trotzdem, gibt es weitere Infos? Das Haus der Sorelius liegt fast direkt neben meinem. Ein großes Haus mit einem Hof, von dem man jede meiner Bewegungen genau beobachten kann. Fast direkt neben meinem. Glatir? Du kannst entweder fast sagen oder direkt. Aber fast direkt bedeutet nicht direkt. Was bedeutet, dass beide Worte, sowohl das fast als auch das direkt, raus können. Oder du schreibst Videobeschreibung, da werde ich dich pro Wort bezahlen. Dank eurer Hilfe kenne ich nun seine bösen Pläne. Ja, genau. Totius Sextius mit seiner verdammten Schokoladenfabrik. Seid vorsichtig. David Cyrillier ist der Anführer. Ihr dürft euch nicht dabei erwischen lassen, wie ihr ihn beobachtet. Ja, das Beste ist, ich stelle mich einfach hinter die Kapelle und warte 24 Stunden lang. Er wird nie auf die Idee kommen, dass ich ihn beobachte, weil ich es nicht tue. 433 lag ich sogar richtig mit dem Jahr, mit der Jahreszahl. Herdfeuer 1. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Monat Morrowind startete. Aber bestimmt in einem viel besseren. Okay.
Hallo Glatia, ich speichere mal kurz, weil ich gar nicht mehr weiß, wie die Quest jetzt weitergehen sollte im Idealfall. Also, was habt ihr über den Ehrenwerten da wie Cyrillia erfahren? Nun, das ist sehr simpel, Glatia. Er hat böse Pläne. Sein Wein besteht in Wirklichkeit aus den... Seinen rötlichen Wein, presst er aus den Tampons deiner Mutter. Und so fügt sich alles zusammen. Ja, jetzt ergibt alles Sinn. Hier, dies ist eure letzte Aufgabe. Okay, und wie sieht's mit Belohnung aus? Hier ist das Gold, wie versprochen. Ich zahle immer meine Schulden. Und mehr als das, erledigt die letzte Aufgabe in dieser Notiz. Und ich zahle euch noch mehr, viel mehr. Alles klar, was ist denn diese letzte Aufgabe in der Notiz? So Leute, zurück, wir sind gerade unterbrochen worden. Todesliste heißt es. Diese Leute müssen sterben, anders geht es nicht. Sie verschwören sich ganz eindeutig gegen mich. Bernadette Penelés, Tutius Sextus und David Suriel. Der Rädelsführer tötet ihn zuerst. Kommt wieder zu mir, sobald es erledigt ist. Achtet darauf, dass euch niemand folgt. Dann gebe ich euch eure Belohnung. Glatia. Ich kenne einen Weg, wie wir all deine Probleme, all diese Leute, die dich verfolgen. Verfolgt er mich? Glatia, ich kenne einen Weg, wie wir all deine Probleme und all diese Leute, die dich verfolgen, jeden einzelnen von ihnen auf einmal ausschalten können. Und wie wir alles wieder in Ordnung bringen und alles wird gut werden. Niemand wird dich jemals wieder verfolgen wollen. Hallo? Niemand wird dir jemals wieder auf die Schliche kommen wollen. Ich weiß, wie wir das alles in Ordnung bringen, Glatia. Ich weiß es genau. Das bin nicht ich, der es gerade macht. Das ist dieser Hubert. Hubert, was tust du? Ich bringe ein für alle Mal Gerechtigkeit in Glatias Leben. Ha! Hey. Ups. Was? Eure Mordtat wurde von unbekannten Mächten bemerkt. Ich habe Glatia getötet. Hubert, warum machst du das? Die Quest wurde gerade interessant. Warum machst du das? Ich weiß es nicht. Okay, er weiß es nicht, dann ist okay. Er hätte ja nicht wissen können. Warte mal. Nein! Hubert ist der neue Glatier. Er ist die Reinkarnation. Wenn ich jetzt noch wissen würde, wie man... Ah, so geht das. Hubert! Was ist nur aus dir geworden? Nun, Marco, das ist sehr simpel. Ich habe schon seit längerer Zeit das Gefühl, dass mir ungefähr 500 Zuschauer auf Schritt und Tritt folgen. Dass sie unsere gemeinsamen Abenteuer beobachten. Ich kann so nicht weitergehen. Ich muss wie ein Ägypter gehen. Nun, ich bin ab jetzt Glatia. Hubert von Glatia nennt er sich. Und wir werden mal in Glatias Haus gehen und schauen, was in seinem Haus eigentlich so los ist. Einfach nur so. Aber ja, wir haben Glatia getötet und unbekannte Mächte haben das gesehen. Wer kann das bloß gewesen sein? Das und vieles mehr. Ach so, hier ist ja Glatias Haus. Eine sehr schwere Tür. Der Mann war also um seine Sicherheit bedacht. Er hätte niemals erwartet, dass jemand einfach seinen Schlüssel nimmt. Glatia, in deinem Regal liegen Schädel. Ich denke, du hattest viel größere Probleme als die Tatsache, dass du verfolgt wurdest. Kann das sein? Ich kann den Schädel da nicht. Ich krieg den Schädel nicht raus. Ist das ein Dickschädel? Dickschädel, raus da!
Raus da! So geht das doch. Falls ihr mal in eurem Regal einen Schädel habt und ihr bekommt ihn nicht raus, Feuerball hilft. Es muss aber ein wohlgezielter Feuerball sein. Keine Ahnung, was das ist. Und Stundengläser hatte Glatir eine ganze Menge, sowie auch Kristallkugeln. Kristallkugel. Sag mir, wie viel Uhr in einer Sekunde sein wird. Eine Sekunde später als jetzt. Sie hatte recht. Ach du Scheiße. So, Orangen sammeln wir natürlich auch. Orangen sind das Wichtigste in meinem Leben. Ich sammle seit 50 Jahren schon leidenschaftlich Orangen. In allen verfügbaren Farben, außer Gelb- und Orangetöne. Ich habe bisher leider ist meine Sammlung bisher relativ klein, aber ich denke, das wird sich noch ändern. Bestimmt. Gehen wir mal in Glatirs Keller. Knoblauch, er hatte vermutlich Angst vor Vampiren. Um ehrlich zu sein, klingt das relativ realistisch, da wir den Menschen schon kennen. Und sammeln mal sein ganzes Ausdauer-Wiederherstellen-Zeug. Ach so, zu schwer belastet. Ja, diese ganze Quest hat mich in der Tat schwer belastet. Ich würde vorschlagen, wir werfen den Stahlhelm einfach mal raus, weil, seien wir doch mal ehrlich, was bringt der uns? Ich muss mich vor den Strahlen schützen. Die Strahlen! Der Kaiser versucht uns mit Strahlen zu kontrollieren und unsere Gedanken zu lesen. Aus dem Himmel heraus, ich muss mich davor schützen. Gut, dann ist der Stahlhelm wohl doch sehr wichtig. Dann hatte ich natürlich nicht gedacht und dann reduzieren wir unser Gewicht einfach mal, indem wir ein paar Tränke brauen. Mit Birnen, mit Brotlaiben und anderen solchen Dingen. Erdbeeren gehören auch dazu. Auch das Käserad darf natürlich in Schwung gebracht werden. Kürbisse ebenfalls. Hammel und... Ach so, Hammel, du bist nutzlos. Hau ab. Verschwinde aus meinem Inventar. Heilige Lotussamen. Ich kann dir ja mal meine heiligen Samen zeigen. Marco, hör auf damit. Mais und Orangen. Und Käsestücke. Ein bisschen Käse zu den Weintrauben. Alter Scheiße, wir haben 66 Weintrauben. Gut, ich weiß, woher das Gewicht in unserem Inventar kommt. Ne, es müssen 66 bleiben. Wir werden 666 Weintrauben sammeln und dann können wir den Teufel beschwören. Sagte er und verbrauchte die Weintraube. Naja, spätestens jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Platz in unserem Inventar und können uns bewegen. Und sammeln Weizenkorn. Diese ganzen Ausdauer-Wiederherstellen-Zutaten sind eine sehr einfache Art, seine Alchemie hochzubringen. Bis auf 100 oder so. Ich kann euch das ja mal zeigen, wie wahnsinnig das ist. All unsere Skills sind so im Bereich 36, 32 und das sind unsere Hauptskills. Nun, Alchemie haben wir jetzt gerade ohne irgendwelche nennenswerte Arbeit auf 22 gebracht. Von, ich glaube, von 5 oder 10. Also Alchemie zu skillen ist vollkommener Humbug. Außer ihr wollt schnell aufleveln. Und in dem Fall seid ihr verrückt, denke ich. Glatirs Notizen. Gute Nachricht. Noch habe ich vielleicht eine Chance. Habe heute jemanden gefunden, der mir hilft. Ein Fremder, der sich frei bewegen kann. Hoffe, bis heute Abend Beweise gegen Bernadette Penelés zu haben. Okay, Glatirs Notizen, Kapitel 2. Bernadette Penelés ist schuldig. Wie ich es mir dachte. Mein neuer Agent hat sich als vertrauenswürdig und effizient erwiesen. Wir müssen schnell handeln, bevor die Verschwörer erfahren, dass ich nicht mehr allein bin. Bis heute Abend dürfte ich Beweise gegen Totius Sextius haben. Endlich habe ich etwas gegen Totius Sextius in der Hand. Er hat eine unterirdische Schokoladenfabrik. Ich habe meinen Helfer gut gewählt. Jetzt muss ich noch Beweise gegen David Zoree sammeln. Dann wird die Verschwörung endlich aufgedeckt. Wenn wir das Überraschungsmoment nutzen können, haben wir vielleicht noch eine Chance. Mondas.
Heute habe ich Bernadette Pinellés dabei ertappt, wie sie mich beobachtete. Inzwischen zweifle ich kaum noch daran, dass sie zu ihnen gehört. Das betrübt mich. Ich hatte sie für eine der wenigen gehalten, die mir in diesem Verräternest wohlgesinnt sind. Doch nun scheint mir, dass alles gelogen war. Aktuelle Gedanken zur Verschwörung. Die Marukati-Auserwählten, am wahrscheinlichsten unbarmherzig und geheimnistuerisch. Durch meine Wachsamkeit habe ich ihre Feindschaft zweifellos oftmals verdient. Die Klingen, angeblich die Wächter des Kaiserreichs. Frage, wissen Sie, dass ich Ihr dunkles Geheimnis kenne? Davon hängt alles ab. Die mythische Morgenröte muss mehr darüber erfahren. Obskure Hinweise aus verschiedenen Quellen deuten darauf hin, dass Sie von den dreien am gefährlichsten sein könnten. Frage, warum wollen Sie mich tot sehen? Das Interessante ist, dass Glatir und das ist das Beängstigende, hier gar nicht mal so Unrecht hat. Überraschung von David Sorie. Da ihm von meinem U-Bahn-Fenster aus zu. Er gab vor zu arbeiten, aber ich konnte erkennen, dass er in Wirklichkeit mein Haus beobachtete. Sprach mehrere Stunden mit seinem Bruder im Flüsterton. Könnte Gaston ebenfalls beteiligt sein? Verfolgte ihn zu seinem Weingarten. Glaube nicht, dass er mich sah. Er ging einmal alleine fort. Könnte er heimlich Beweise vergraben haben? NB. Gehe heute Abend zurück und suche danach. Könnte meine Chance sein, endlich die Wahrheit zu erfahren. Midas. Zu krank, um heute auszugehen, aber mir fiel auf, dass er mein Fenster anstarrte. Todas. Suchte heute Abend den Weingarten ab. Fand zwar nichts, aber der Boden war umgegraben worden. Im Weingarten. Er hat bestimmt erfahren, dass ich ihm nachspioniere und es fortgebracht. NB, muss jemanden von außerhalb finden, der mir hilft. Meine Bewegungen werden zu streng beobachtet. Freitag. David beobachtet mein Haus schon wieder. Er versucht nicht einmal mehr, es zu verbergen. Sie werden jetzt immer dreister. Sie glauben wohl, ich wäre so gut wie gefangen in ihrem Netz. Ich muss kontern, ehe es zu spät ist. Aber sind drastische Maßnahmen bereits erforderlich? Habe ich genug Beweise, um mein Eingreifen zu rechtfertigen? Nun, die hattest du möglicherweise, aber ich habe dich getötet. Insofern hat sich dieses Problem aus der Welt geschafft. Genau wie ich dich das Problem aus der Welt geschafft habe. Was war das denn? Egal. Waage. Zum Glück keine Waage. Ja, das sind Mistviecher. Moment, Silber. Ach Gott. Es lohnt sich gar nicht, das aufzusammeln gerade. Ich suche gerade nur... Ich will gerade nur sehen, ob ich hier irgendwas Story-Relevantes noch finde. Ist aber vermutlich eher nicht der Fall. Ich wollte doch die Münzen. Ich glaube, Gold, das man stiehlt... Na, vage. Ich glaube, Gold, das man stiehlt... geht tatsächlich in den Besitz über. Also, das wird nicht als Diebesgold erkannt. Wäre sehr komisch, wenn das so wäre. So, dann würde ich sagen, das war's soweit mit dem... Ach so, du hast weitere verbarrikadierte Truhen. Eiserner Streitkolben, eiserner Bogen... Am Streitkolben wäre ich vielleicht interessiert, wenn mein Skill nicht Schwerter umfassen würde. Oh, die sieht cool aus. Aber wir sind ja ein Schwertmensch. So, und dann würde ich sagen, haben wir Glatirs Haus soweit leergeräumt. Und bewegen uns weiter zu Quatsch, denn dort sollten wir ja dringend hin. Achso. Ja, wir warten erstmal, bis es morgen wird. Und dann raus zu den Ställen. Wie geht es euch? Relativ gut. Bitte fahrt fort. Kann ich dir eigentlich was von Glatir erzählen? Er wurde tot aufgefunden. Wahrscheinlich hatte jemand genug von seinem verrückten Gehabe. Was ich mich ja gerade frage, dieser eine Wachmann, der Glatir untersucht hat, der Vater von Céline Dion, hat der eigentlich auch was zu seinem Tod zu sagen? Die Pflicht ruft.
Ja. Was gibt's über... Ach nee, du hast gar nichts zu sagen. Vielleicht gibt's Gerüchte darüber. Kein Wunder, dass Narina Karwein so miesepetrig ist. Müsstet ihr das ganze Jahr in einer kalten, zugigen, rußverschmutzten Burg wie Brumar leben, wärt ihr auch miesepetrig. Ja, miesepetrig ist das neueste Wort des Jahres. Schönen Tag. Den wirst du hoffentlich nicht haben. Seid gegrüßt, Bretone. Woher weiß sie, dass ich Bretone bin? Das ist doch Bernadette. Kein Zufall. Ich dachte gerade, warum habe ich denn jetzt plötzlich graue Haare? Bin ich wirklich glatt hier? Aber nein, offenbar war einfach nur der Stahlhelm dort, um mich vor den kaiserlichen Strahlen zu schützen. In Glatias Reinkarnationskleidung. Glatia wird nackt gefunden. Ich trage seine seltsame Kleidung und niemandem fällt was auf. Würde ich sagen, gehen wir zur Westebene. Eben.